So. Okay, eben gerade haben wir eine Totale gesehen. Also auf diesem Wald, das sind quasi jetzt 1000 Quadratmeter. Und wie viele Bäume, Moringa-Bäume, haben wir jetzt quasi hier Ja, es drauf? wurden circa 100 Bäume gepflanzt auf diesen 1000 Quadratmetern, zusammen noch mit Mango und Macadamia, weil wir ja Monokulturen prinzipiell keine machen. Aber es sind so 80% der Bäume sind Moringa. Und wir haben die ganzen Restbestände von Bäumen gelassen, das heißt, es ist hier ein Halbschatten. Wir haben hier auch relativ große Bäume oben drüber. Der Moringa wächst also auch sehr gut im Halbschatten und in der Sonne. Und wir sehen jetzt hier in etwa 5 Meter hohen Baum, der ist oben damals gekürzt worden auf 4 Meter, ist nachgewachsen. Und wie man hier sieht, sind die Früchte schon doppelt so groß wie bei dem Vorgänger, den wir vorhin gesehen haben. Das hängt mit der Größe des Baumes zusammen Ja. einfach. Der ist jetzt schon ein bisschen älter, 1,5 Jahre ungefähr, und wurde schon ein, zweimal zurückgeschnitten, hat also schon mehr Power und mehr Stärke Ja, das heißt produziert. also, es sind so ungefähr 60 Samen da drin, oder? Kann man so sagen? Ich gehe immer von 30 aus als Schnitt, Okay. aber es kann gut sein, dass der eine oder andere auch mal 40, 50 drin hat. Okay. Und ich habe jetzt gesehen, also dieser Wald, da sind ja überall noch Samen drin. Also du hast gemeint, die Hälfte ist schon abgeerntet. Das heißt, er hat immer noch. Ja. Also ich muss dazu sagen, es wächst eigentlich ständig nach. Wir haben jetzt schon zweimal geerntet und wie man hier sieht, das ist bereits die nächste Generation Ja. grün. Das heißt, in einem Monat spätestens ist auch diese Generation wieder reif. Wir haben hier gerade eine Generation, die reif wurde diese Woche. Und die Blüten sind so weit, dass in 4 Wochen bereits wieder Schoten dranhängen. Also es geht das ganze Jahr. Okay, also man kann wirklich Moringa, es gibt da keine Erntezeit, sondern man kann eigentlich sagen, die größte Zeit des Im Jahres. Winter ist kurz Pause, drei, Ja. vier Monate. Der Winter ist ja sehr kurz. Ja. Und dann fängt es wieder an im August, September und Ja, geht jetzt bis Mai. also Winter heißt ja hier auf der Südhalbkugel sozusagen Juni, Juli, August. Ist alles Ja. umgedreht. Okay, das heißt also Juni, Juli, August hat er ein bisschen Ruhe. Und dann kommt er quasi wieder, aber man kann eigentlich das ganze Jahr ernten. Dann kann man das Ganze ja ernten. Klasse. Ja. Und da unten, was ich da so sehe, die etwas spitzeren Blätter im Boden. Ja, Da. wir haben natürlich in der Permakultur nie nur eine Ebene, die wir nutzen. Wir nutzen ja auch die etwas tiefere Schicht. Und wir haben uns hier entschieden, 3000 Ananas zu pflanzen als Bodendecker. Also auf 1000 Quadratmeter stehen 3000 Ananas. Circa 3000 Ananas sind hier Ja. gepflanzt. Die sind auch schon geerntet, ne? Auch Ich sehe ja keine geerntet mehr drin. mittlerweile. Hier fehlt jetzt die Pflege. Am Montag zum Beispiel wird das Ganze mal wieder gehackt. Und dann wird nachgepflanzt in einige Stellen, wo die Ananas durch die Trockenheit eben weg ist. Aber ist kein Problem. Die Ananas produziert selbst immer ihren Nachwuchs. Das heißt, nach der Ernte hängen circa 2 bis 4 neue kleine Sämlinge dran, Stecklinge. Und die pflanzen wir jetzt nächste Woche direkt wieder ins Feld aus. Vielleicht können wir das hier dann auch mal zusammen uns Ja, noch angucken. das würde aber heißen, das, was ich da momentan gerade sehe, ist ja ein bisschen verwelkt sozusagen. Es wird rausgenommen und dann wieder als Mulch zum Beispiel verwendet. Also die Strahlen, die ich Also, da sehe. diese haben jetzt schon, sind schon geerntet und müssen erst nachwachsen. Ja. Und ich zeige vielleicht mal weiter drüben, vielleicht wenn wir da gerade mal 5 Meter rüber gehen, Ja. zeige ich die frischen geernteten. Das sind jetzt die Ananas-Stecklinge. Also man sieht, hier oben war die Ananas, die wurde abgeerntet und hier circa drei neue, die dann so etwa ein, zwei Monate nach der Ernte rauswachsen. Und die werden wiederum geteilt und dann hat man drei komplett neue Pflanzen. Ananas und Okay. die hat am Anfang auch gar keine Wurzel. Also diese Pflanze überlebt 6 Monate ohne Wurzel direkt in der Erde. Das heißt, die wird später hier 1, 2, 3 werden die Lücken wieder zugesetzt. Ja, also einfach in den Boden gesteckt, bisschen angehäufelt und die kommt dann wieder. Genau. Und natürlich das übliche effektive Mikroorganismen, gelegentlich Asche, Therabretta. Terra Bretta und wir haben noch so zwei, drei andere Geheimnisse, da können wir dann später mal drüber sprechen. Okay. Was würde heißen, die Pflanze sozusagen, die Anlasspflanze, wie ich es jetzt da hinten sehe, würde noch nach der Ernte stehen bleiben und würde dann sozusagen die Stecklinge bilden. Ja, und sie wird im nächsten Jahr wieder eine Frucht tragen. Also Okay. nicht nur einmal, sondern die Ananas trägt mindestens 5 Jahre. Das heißt, die alte Pflanze bleibt drin und trägt wieder im nächsten Die Jahr. alte Pflanze bleibt drin nach der Ernte, produziert neue Sämlinge und wächst sofort von unten wieder neu nach. Hier sieht man das, hier neben Ja. gibt es einen zweiten Trieb. Hier wurde geerntet, hier oben.
und sie wird im nächsten Jahr wieder Früchte bringen und sie wird wieder neue Sämlinge bringen. Das heißt also, aus einer Pflanze haben wir im nächsten Jahr dann vier Pflanzen, weil die zum Beispiel zwei bis drei Stecklinge produziert. Und das heißt, hier im selben Feld habt ihr auf einmal dann nicht mehr 3000 Pflanzen, sondern 6000? Nein, wir müssen uns neue Felder überlegen, wo wir die Samen alle unterkriegen. Okay. Hier war es jetzt ein bisschen problematisch, weil dieser Bereich hier vorne war extrem arm. Wir hatten also überhaupt keine Nährstoffe im Boden. Ja. Deswegen sind auch manche Blätter gelb. Wenn wir jetzt nur 20 Meter rüber gehen, zeige ich euch mal, wie auf dem normalen Boden die Ananas werden. Okay. Der Moringa hat das jetzt wenig ausgemacht, aber Ananas braucht etwas höhere Nährstoffmengen. Dann schauen wir uns das mal an.